In diesem Video erkläre und zeige ich dir, warum ein Stoppkommando, ein gut trainiertes Stoppkommando, so immens wichtig ist und vor allen Dingen natürlich, wie du es dem Hund beibringst. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, auf vielfachen Wunsch, kann ich schon fast sagen, möchte ich jetzt hier in diesem Video dir den Weg aufzeigen, wie du deinen Hund wirklich auch auf Entfernung und auch unter Ablenkung sehr gut kontrollieren kannst. Ein Stoppkommando beibringen. Ich hole ein bisschen aus, weil ich halte das für wichtig, dass man über Sachen spricht, weißt du ja. Bei jedem Arbeitshund gibt es irgendein Kommando, was verwendet wird von dem, der den Hund eben zum Arbeiten auch dann einsetzt, mit dem er ihn stoppen kann. Ich weiß von meiner Kundschaft, also fast tägliches Erleben, dass viele Menschen, wenn sie jetzt mit dem Hund so unterwegs sind und sie sehen, da kommt jetzt was und wollen ihren Hund kontrollieren, dann sagen die, Stopp! Also tatsächlich so. Meistens reagiert der Hund dann mindestens mit Stehenbleiben. Einige auf alle Fälle irgendwie auch umdrehen zum Besitzer, wenn es eben dann so richtig so mit Herzblut dann eben vorgetragen wurde, dieses Stoppkommando. Und da denke ich mir immer, ja, warum nicht dann ein Kommando benutzen, was der Hund eh schon kennt? Und zwar ein Kommando, was er schon sehr, sehr gut kennt, nämlich das Sitz. So habe ich das jetzt, kann ich schon fast sagen, die letzten 20 Jahre mit meinen Hunden tatsächlich praktiziert. Ich habe zwar, weil ich eben aus der Jagdhundeschiene komme, noch den althergebrachten Weg gelernt und auch praktiziert, sage ich ganz ehrlich, auch mit sehr gutem Erfolg, sage ich auch ganz ehrlich. Bei Jagdhunden ist das Kommando Halt oder Down. Auch mit einer coolen Geste, die in der heutigen Zeit auch nicht so richtig gut mehr ankommt, wenn man da nicht weiß, warum man das macht. Nämlich, dass der Hund das gut sieht, das sehen kann. Das ist nämlich wirklich so, Halt! Also, ein bisschen grenzwertig schon, aber ja gut, haben wir drüber gesprochen. Diese Art, den Hund zu bremsen, wirklich, wird auch heute noch wirklich von ganz vielen Jägern, die jetzt nur einen Hund für die Jagd eben herrichten wollen, eben auch so beschrieben. Das Down bzw. Halt wäre die Lebensversicherung für einen Hund und wenn er das nicht kann, dann geht das gar nicht. Also er muss das unbedingt lernen, ansonsten geht das eben gar nicht. Das Down und Halt ist praktisch nochmal zur Erklärung, also wie so ein ja eigentlich krasseres Platz. Bei dem Kommando soll der Hund wie eine Sphinx da liegen und dann auch noch den Kopf auf den Boden zwischen die Vorderläufe pressen. Das zu erreichen geht tatsächlich vielleicht so als Trick, ganz gut auch mit Keksen, aber dass er das auch unter Ablenkung tut, das hat wirklich auch was mit härterer Einwirkung zu tun, weil sonst macht der Hund das nicht. So, und so wie ich das vor jetzt schon fast, ja, mehr als 35 Jahre ist es jetzt schon her, gezeigt bekommen habe, ist das also wirklich für den Hund, das beizubringen, auch nicht sonderlich lustig, wenn es dann wirklich so klappen soll. Was mich damals immer schon, eigentlich so wirklich zum Nachdenken gebracht hat, das war, dass man im Zuge der Ausbildung zwar das unter allen Umständen durchsetzen soll, dass der Hund den Kopf unten hat, aber dann später in der Praxis soll man dann geflissentlich drüber wegsehen, dass der Hund den Kopf halt doch nicht am Boden hat. So, und da war ich immer schon, dass ich mir gedacht habe, ja, warum denn dann diesen Weg überhaupt gehen? Das ist bei den Jagdhunden gewesen. Bei den Diensthunden, da ist es, das hat sicherlich auch schon der eine oder andere von euch eben gesehen in einem Video oder auch live. Die haben in ihrer Prüfung eine, also Schäferhunde im Sinne von Diensthunde, weißt schon, was ich meine, IPO-Prüfung und solche Sachen, die haben das einen so einen Prüfungsablauf bei dem bei der Unterordnungsgeschichte dabei, wo der Hund vorangeschickt wird, der rennt dann volle Möhre weg von dem Führer und dann kriegt er das Wort Platz gesagt. Auf das Platz hin soll der halt im besten Fall dann, also eigentlich die Beine fallen lassen sozusagen, sich hinschmeißen. Und dann halt im Platz liegen und warten, was er als nächstes gesagt bekommt. Ich weiß, dass die von Amerikanern ausgebildeten Diensthunde das auch in einer Prüfung zeigen müssen, dass sie sich auch stoppen lassen, wenn sie zum Beispiel auf den falschen Menschen in der Absicht, den beißen zu wollen, eben drauf zulaufen. Bei den deutschen Diensthunden ist das nicht so. Und ich weiß auch, dass es immer äußerst schwierig ist, ein Hund, der wirklich das mit dem Beißen so doll im Kopf hat, dass man den dann wirklich noch stoppt.
So, bei den normalen Familienhunden, wie gesagt, wird gerne mal einfach nur Stopp geschrien, aber eben nicht wirklich so mit irgendeinem spezifischen Kommando verknüpft. Was ich wirklich da jedem empfehlen kann, weil das so wirklich so simpel auch zum Durchführen ist, das ist, dass man das Sitz einfach erweitert. Meistens hat man dann beim Üben nur die Schwierigkeit zu überbrücken, dass der Hund es im Zuge seiner Ausbildung, seines Trainings eben mit dem Sitz so verstanden hat, dass es immer beim Besitzer passiert. Also hinterfrag dich selbst, wann kriegt der Hund meistens was, wo sitzt er meistens, wenn er was bekommt? Direkt vor einem. Im Best ja vielleicht auch noch ja, neben einem, aber bei einem auf alle Fälle, nicht weiter weg. Was da oft die Schwierigkeit ist, das zeige ich dann nachher auch im Praxisteil, dass man von seiner Körpersprache so eindeutig ist, dass der Hund wirklich auch merkt so, oh, ich soll das auch da machen, wo es gerade gesagt wird. Und dieses Kommando, das Sitz auf Entfernung zu üben, ist tatsächlich wirklich gut, richtig gut zu machen über Belohnung. Ihn vorzubereiten auf dieses Sitz, wenn er gar nicht zu mir schaut, sondern eigentlich sogar dann nachher dann in der Praxis tatsächlich Ablenkung vor der Nase hat, zumindest in Sicht hat. Und der dreht sich trotzdem um zu mir und ist insofern kontrolliert. So, und das ist eine wunderbare Sache, wenn es einem denn dann auch dann noch später dann in der Praxis eben auch einfällt, das zu sagen. Weil ich auch das eben fast tägliches Tun in meiner Hundeschule, in den Unterrichten, die ich halte, dass wir das eigentlich immer auch zusammen üben. Stopp den Hund, wenn er mal von dir weggeht, erst an der Leine und das alles, ne? Da wird das auch alles gemacht, aber wenn man dann zu Hause unterwegs ist und man geht so mit seinem Hund und ja, dann läuft vielleicht meinetwegen eine Katze aus der Hecke raus über die Straße rüber, bumm, hängt der Hund doch in der Leine und kläfft und führt sich auf, aber weil man halt nicht dran gedacht hat, dieses Sitz, was man so schön eigentlich üben konnte, dann eben auch dann anzuwenden in der Praxis. Und da möchte ich mit diesem Video auch nochmal richtig darauf hinarbeiten, dass das einfach mehr Leute tun. Alle wäre natürlich wünschenswert, aber zumindest, dass sich alle, die dieses Video dann angeguckt haben, wirklich auch mal fragen so, hey, so schwer ist das doch eigentlich gar nicht. Lass es einfach mal versuchen. Und ja, einfach um den Hund unter Kontrolle zu haben. So, und wie das so geht, wie man das so vorbereitet, das möchte ich jetzt dann zeigen. Ich nehme dafür Hannah, weil ich habe halt im Moment gerade auch keinen anderen da. Ist ja alles, weißt du, schon ein bisschen schwierig jetzt in der letzten Zeit mit wieder so einer Art Lockdown-Geschichte. Stör dich daran nicht. Natürlich kann Hannah das schon, aber du wirst verstehen, wie der Aufbau von diesem Training für Sitz auf Entfernung ist. Ja, wie mit allem, was man mit dem Hund übt, sollte man jetzt, wenn man das jetzt neu probiert, dem Hund beizubringen, dass er halt weiter weg von mir Sitz macht, erstmal so vorgehen, dass man wirklich ausschließen kann, dass der irgendeine Ablenkung überhaupt ist. Auch wenn ich dieses Kommando für Ablenkung übe, braucht der Hund erstmal wieder dieses althergebrachte, keine Ablenkung, dieses neue Kennenlernen, das wirklich verinnerlichen, dass er sich auf Sitz hin umdreht zu mir. Und der Besitzer, das ist nämlich auch noch ein ganz netter Side-Effekt, der Besitzer lernt dabei, dass er sich körpersprachlich wirklich dem Hund gegenüber eindeutig verhält. Was nämlich immer und gerne passiert, wenn ich das jetzt mit Menschen dann üben möchte, dass sie das ihrem Hund dann vermitteln können, ist eigentlich so ziemlich immer das Gleiche. Ich versuche es mal ein bisschen von der Seite zu zeigen. Ich denke, dass Hannah da auch drauf reinfällt, weil sie auch, wie jeder andere Hund auch, wirklich auf die Körpersprache schaut. Also, ich habe Futter in der Tasche. Jetzt, wenn sie bei mir sitzt, macht sie wahrscheinlich gleich noch Männchen. Ja, Männchen oder irgendwie sowas. Da kriegst du auch was für. Aber um zu zeigen, was eindeutig ist und was nicht eindeutig ist, versuche ich das jetzt mal von der Seite so ein bisschen ja, einzufangen. So, ich fange an, mich zu bewegen. Ich mache das so, ich schmeiß da mal was raus, dass die Hannah nach vorne geht. Sitz. Geht fast schon zu gut, aber ich mache es nochmal so, dass du verstehst, was ich meine. Wenn der Hund das nämlich noch nicht kann, passiert Folgendes. Wenn der sich noch bewegt und man sagt dann Sitz und man geht dabei rückwärts, das passiert ganz lustig, weil man möchte ja eigentlich nicht, dass der Hund auf einen zuläuft und dann ist das meistens so, dass man wirklich so Sitz, dass der Besitzer sich rückwärts bewegt. Rückwärts sich zu bewegen, zieht den Hund zu einem her. Das ist, was man eigentlich machen sollte, wenn der Hund zu einem hinkommen soll. Wenn man ihn stoppen möchte,
braucht man eigentlich genau das Gegenteil, nämlich wirklich einen deutlichen Schritt in Richtung des Hundes. So wirklich, naja, was gibt es da für Beispiele? Ein Verkehrspolizist, der mich stoppen möchte oder sowas, wenn der anfangen würde, so, ah, nicht alle auf die Kreuzung fahren, dann würde der da jetzt keine Ordnung reinbringen. Aber wenn er wirklich meinetwegen, Sitz, sowas machen würde, sie rückt jetzt näher ran, ne? Wenn man sowas machen würde, dann bleibt der Hund auch hocken. So eine kleine Nebenbemerkung noch. Ganz lustig ist, dass ich immer, wenn jetzt bei mir im Unterricht das passiert, dass ein Hund meinetwegen bei mir in den Teich reinspringt und klitschernass ist, voller Wasser und bereit ist, sich zu schütteln, dass die Leute dann eigentlich durch die Geste, die sie machen, weil sie nicht nass werden wollen, den Hund dazu bringen, dass er wirklich also auf alle Fälle zu ihnen hinläuft und dass sie dann auch richtig nass werden. Nämlich so, nein, komm ja nicht näher, komm ja nicht näher. So, und der Hund so, was denn? Findet das super interessant, weil das einfach eine sehr eindeutige Geste ist. Ja, was man machen muss, um den Hund zu stoppen, wäre halt immer drauf zu. Ne? So, ich erkläre deswegen, weil ich das wirklich jetzt als Chance sehe, dass ich das wirklich verständlich machen kann, warum, wenn man das jetzt probiert und man beachtet zwei Sachen nicht so richtig wirklich, dann klappt es nicht. Muss ich ehrlich sagen, dann klappt es nicht. Erstmal das mit eindeutig, wirklich einen Schritt drauf zu. Und was dann gerne hinterfragt wird, das habe ich auch eigentlich immer mit dabei, dass die Leute sagen, ja, wieso muss ich das denn überhaupt machen? Der Hund guckt ja gar nicht in meine Richtung. Das muss man machen, weil der Hund wird, wenn ich das gut geübt habe, sich umgucken, weil ihm das Sitz dann etwas sagt. Und der hört auch, was ich mache. Das höre ich ja sogar. Also, ne? Ich bin jetzt auch nicht so fit, also dass ich jetzt gleich da irgendeine Studie benennen könnte. Aber ich weiß, weil das wirklich auch, ja, auch zu sehen ist, und das geht nicht nur dem Hund so, uns geht das auch so. Wenn du hinter dir sowas hörst, wirst du dich umdrehen, weil du weißt, hinter dir ist was, ganz einfach gesprochen. Wenn du nur sagst, Sitz, oh, hat geklappt, dann wird das nicht so gut funktionieren. Ne? Genau, so. Und eindeutige Körpersprache ist das, wo es halt vom Besitzer halt wirklich dann oft nicht optimal einfach gelöst ist und wo der Hund deswegen nicht mehr, oder wenn das überhaupt jemals getan hat, auf seinen Besitzer tatsächlich so reagiert, wie der sich das so vorstellt. Weil wir Menschen sind drauf gepolt, dass wir über alles reden. Mache ich auch gerne. Und die Hunde sind Tiere, die etwas tun. Und die auch von uns als Menschen erwarten, dass wir uns für den Hund verständlich verhalten. Und das hat immer was mit Körpersprache zu tun. So, jetzt fangen wir an. Also, erster Schritt wäre auch, wenn du das üben möchtest mit deinem Hund, an einer normalen Führleine zu machen. Also die stinknormale Führleine, was ist die? 2,50 Meter ist es meistens, das reicht, um dem Hund überhaupt erstmal den ersten Schritt verständlich zu machen, dass er nicht bei mir sitzen soll, sondern da, wo er jetzt gerade ist, nämlich von mir weg. Entfernung ist relativ, das sage ich eigentlich immer. Und das passt. Nicht gleich auf 10 Meter, weil das nicht funktioniert. Immer die Schritte einhalten. Erst keinerlei Ablenkung, geringe Distanz, dann erst die weiteren Schritte. Und nicht zu schnell vorgehen. So, ganz lustig auch wieder, es gibt mehrere Nebeneffekte bei dieser Übung. Wenn du willst, dass dein Hund vor dir geht, dann ist es manchmal gar nicht so leicht, das zu schaffen, dass er vor dir läuft. Das ist immer wieder so lustig zu sehen, wenn ich beschließe, Hund, geh jetzt nach vorne, dann guckt er mich an, so, warum denn? Ich will bei dir bleiben. Nein, du sollst jetzt nach vorne gehen. Nein, aber ich will nicht bei dir. Es ist unheimlich lustig. Weil, warum ist es lustig? Weil doch die meisten Leute, die jetzt mit ihrem Hund das noch nicht so ganz so richtig rund und Schnieke haben, das Problem haben, dass sie immer nur hinterher hacheln. Und sie wollen was vom Hund, das machen sie nur mit Reden und deswegen dreht der Hund sich nicht um. Ganz eine witzige Kiste. So, ich versuche das mal zu bewirken, dass Hannah auch mal vor mir ist. So, komm. Ich drehe gleich wieder um. Kann ich vielleicht mit Keksi machen. Sitz! Gut. Und dann kommt der Keks zu ihr geflogen. So, voran. Jetzt kann sie das meinetwegen auch fressen, dann ist sie weiter weg. Tue ich so, als würde ich was schmeißen.
Sitz. Ganz wichtig ist auch, bevor sie die Belohnung zu sich geschmissen bekommt, immer eine schöne Pause machen. Weil sonst passiert Folgendes. Wenn du so schmeißt, ist es schon mal wichtig, so zu machen, weil der Hund sich dann auf das konzentriert, was du in der Hand hast. Das ist für den wie, ja, wenn du jetzt beim Dartspielen meinetwegen so Bullseye treffen möchtest und gibst dir nochmal richtig Mühe zu zielen. Das sieht der Hund auch und der wird eher so machen und eher Sitz machen, als wenn du es so machst. So darfst du nicht schmeißen. Ich sag dir auch warum. Weil, wenn der Hund sich schon umgeguckt hat und weil er gehört hat, dass du was gesagt hast und er sieht, dass du ausholst, um gleich hinzuschmeißen, machst du damit genau die Bewegung, die der Hund kennt vom Herkommen. Du machst das so. Und deswegen bleibt er da nicht hocken. Also du musst, wenn der Hund noch nicht zu dir schaut, Sitz sagen und im gleichen Moment halt das machen. Und dann nur so hin. Du bräuchtest noch nicht mal das Maul des Hundes treffen. Dein Hund bräuchte noch nicht mal fangen können. Wenn er es kann, wird es ihm umso mehr Spaß bringen. Aber dein Hund kann auch ruhig dann aus dem Sitz praktisch, was du dann bekommen hast von ihm, aufstehen, um das Leckerchen aufzunehmen und das als Belohnung eben dann auch zu fressen. Sitz bleib ist jetzt nicht mit dieser Übung gemeint. Das kann der Hund auch gut verstehen. So, wenn das gut funktioniert, und das wird schnell funktionieren, wenn der Hund nur ansatzweise verfressen ist, dann kannst du oder solltest du auch vor allen Dingen, damit der Hund keine falsche Routine bekommt, die du gar nicht gebrauchen kannst, das gewohnt sein. Er kriegt etwas für das Sitz, was er mir gemacht hat, aber das dauert ein bisschen. Du musst dann unbedingt den Moment, wo er die Belohnung bekommt, hinauszögern. Du darfst nicht sofort dann schmeißen. Sofort sowieso nicht, hast du ja gesehen, beim ersten Schritt auch schon nicht. Aber der muss es gewohnt sein, dass er wartet auf seine Belohnung. Machst dann als nächstes vielleicht sowas, so eine kleine Sitzbleibgeschichte. Und dann nochmal kurz verharren, siehst du sofort, wie ihre Öhrchen nach vorne gehen. Und dann kriegt sie es. Damit ist dann die Übung auch dann praktisch abgeschlossen, rund in sich. Du kannst mit dem Sitz, das immer solltest es am Anfang vielleicht im Garten, da wo es wirklich ruhig ist, aber dann auch ziemlich schnell das auch für dein tägliches Spaziergeh-Geschehen auch machen. Einfach machen. Und ganz wichtig, nicht nur, wenn sich eine Ablenkung zeigt, sondern ganz im Gegenteil, wenn nichts los ist. Weil der Hund sonst sofort anfängt, ja, warum will die denn, dass ich Sitz mache? So, und das will ich vermeiden. Unbedingt will ich das vermeiden. So, und wenn das gut klappt, jetzt kannst du ja wahrscheinlich schon, der jetzt ein bisschen besser noch mit aufgepasst hat beim Zeigen, der wird sich jetzt eh schon fragen, wie man das dann üben soll, wenn der Hund das schon ganz gut kann. 10 Meter so ein Ding zielgerecht zum Hund schmeißen, ist nicht machbar. Also das stimmt. Deswegen, 5 Meter geht. Also das schafft man schon. Wenn man wirklich das dann so macht, das kriegt man hin. Und das reicht auch, weil du wirst merken, wenn der Hund da Routine hat mit dem Sitz auf Entfernung, dass er sich umguckt zu dir und erwartet, dass das Keksi zu ihm fliegt, dann wird er das irgendwann auch gar nicht einfordern. Für den ist es dann Normalität, wenn du auf die Zahl der erforderlichen Wiederholungen kommst. Wie hoch die Zahl der erforderlichen Wiederholungen nun für deinen speziellen Hund ist, das ist wirklich bei jedem Hund ein bisschen anders. Vielleicht gibt es das vergleichbar oder wie auch immer. Aber ist nicht wichtig. Du wirst es merken beim Tun. Weil er dann immer recht pünktlich reagiert und auch damit eben so reagiert, dass er zu dir schaut und sich setzt. Das ist eigentlich alles, worauf du warten musst. So, wenn das dann schon ganz gut funktioniert, musst du anfangen, dass du Ablenkung kreierst. Das kannst du machen, meinetwegen mit Spielzeug oder alles, was dein Hund sonst so einfach vielleicht auch interessiert. Wenn das jetzt ein Hund ist, der sich also ganz fürchterlich reinsteigert, wenn da Kinder laufen und du hättest eigene Kinder zu Hause, dann könntest du die dann für deine kleine Übungslektion tatsächlich benutzen. Wenn sich Kinder dann schon vom Alter her was sagen lassen, lässt du die halt so, wie der Hund das so gerade noch so ab kann, sich im Garten bewegen meinetwegen und dann übst du, dass der Hund, wenn er dahin rennen möchte zu den Kindern, adäquat Sitz macht und zu dir guckt. Das wirst du hinkriegen. Meistens ist auch wirklich der Grund, warum das nicht zu klappen scheint, dass die Leute das nicht oft genug versuchen. Und dass, wenn sie merken, der Hund macht das nicht mit, weil er zu abgelenkt ist, dass sie es
dann brauchst du einfach eine bessere Belohnung, dass der Hund sich drauf einlässt, und du musst es so oft machen, bis der Hund das tatsächlich sich drauf einlässt, bis er sagt, naja, die Kinder, die laufen jetzt schon seit einer halben Stunde da, naja gut, dann probiere ich mal mit Sitz. Das wäre aber der extreme Ausnahmefall. Normalerweise dauert das nicht so lange. Du musst bloß bei dem bleiben, was du dir da jetzt im Kopf gesetzt hast. Und da ist oft der Grund dafür zu sehen, eben, dass das nicht erfolgreich zu sein scheint. Aber das ist erfolgreich, auf alle Fälle. So, geh voran. Und manchmal muss man dann wirklich, also so wie ich jetzt auch, die weiß ja, ich habe was zu bieten. Und wir sind jetzt nicht auf einer Wiese, weil im Moment bin ich eingezäunt von geodelten Feldern. Manchmal dauert das, dass ich das wirklich schaffe, dass der Hund vor mir genau so ist, wie ich das dann eigentlich für die Realität brauche. Hund läuft vor mir, denkt an nichts anderes und ich sag dann Sitz. Sitz. Gut. Wie gesagt, denk nicht gleich irgendwie an eine mordsmäßige Entfernung. Üb das so, dass dein Hund das auch wirklich versteht. Sitz. Genau. Sitz. Muss ich vielleicht noch dazu sagen, wenn du das jetzt übst mit dem Hund, dann mach das nicht so, dass er dann nach dem erfolgreichen Sitz vielleicht dann erstmal dann zu dir gerufen wird. Auch wenn du das dann später in der Praxis so gestalten kannst. Ich denke da jetzt zum Beispiel dran, du bist mit deinem Hund unterwegs, du hast Begegnungsverkehr, meinetwegen da kommt ein Jogger oder ein Radlfahrer oder irgendwas anderes, dann machst du das schön mit dem Sitz, das klappt dir auch. Und dann würde ich auch meinen Hund, das mache ich auch mit meinen, zu mir herrufen. Wenn du das aber beim Üben schon gleich machst, wird dein Hund ziemlich schnell anfangen, dass das mit dem Sitz nicht mehr so schick wird, weil er sich sagt, ich will hierher, dann kriege ich was. Ne, um das zu verhindern. Mach das so, dass du auch meinetwegen, wenn du das Sitz schon mal weiter als 10 Meter schon mit deinem Hund hinbekommen hast, dass du dann lieber diese 10 Meter zu deinem Hund hingehst und belohnst ihn dort, wo er gesessen hat, weil er das dann besser versteht. Hunde sind da ziemlich schnell mit, sagen, warum sollte ich das jetzt da hinten machen? Ich krieg doch bei Frauchen was so ungefähr. Da musst du auch ein bisschen aufpassen. So, jetzt kommt noch ganz was Wichtiges. Und zwar, wenn du das Stoppkommando mit deinem Hund übst, in meinem Fall Sitz, dann hast du auch eine Möglichkeit, falls der Hund dieses Kommando, was natürlich auch mal passieren wird, nicht macht. Einfach, er hat das Kommando verstanden. Du hast natürlich auch vorausgesetzt, du hast das gut mit ihm geübt. Also er weiß, worum es geht. Das muss ganz klar gesetzt sein. Und er macht das nur einfach nicht. Dann hast du auch, wenn der Hund jetzt meinetwegen sogar wirklich, sagen wir mal den krassesten Fall, der sagt, nö, jetzt nicht und haut ab und jagt meinetwegen Hasen und kommt dann wieder. Sagen wir mal nach 3 Minuten oder sowas. Dann wär's ja jetzt, wenn du den gerufen hättest mit hier, ein absolutes No-Go, dass du den Hund jetzt dann in irgendeiner Form strafst, korrigierst oder sonst irgendwas, wenn er auf dann hier wieder zu dir zurückkommt. Das darf man nicht tun, weil führt dazu, dass der Hund dann wirklich vermeidet, zum Besitzer zurückzukommen, weil er das hier mit dem Zurückkommen und Strafe verknüpft hat. Das darf nicht sein. Mit dem Stoppkommando, vernünftig aufgebautes Stoppkommando, kannst du dann, wenn der Hund das schon sauber verstanden hat, deine Ablenkung, eigentlich um den Hund zu testen, wie ist jetzt da sein Stand der Dinge, meinetwegen mit Spielzeug oder auch mit Futter vielleicht dann so provozieren, dass er das Kommando mal nicht macht. Also nicht immer nur in der Realität schon eigentlich im Ernstfall dann, oh Mist, er hat das nicht gemacht, sondern du musst das zu Hause herbeiführen, dass dein Hund unter kontrollierten Bedingungen diesem Befehl nicht nachkommen möchte. So, und was du dann machen kannst, das kann ich jetzt hier nur andeuten, weil bei Hannah ist es wirklich, also ich hau jetzt nicht auf die Kacke, sondern es funktioniert wirklich so gut, dass ich es hier nicht hinkriege, dass ich sie so verleite, dass sie das jetzt nicht macht. Das ist tatsächlich schon so. Aber das schaffst du auch und dann wäre es ja auch gut. So, was du machst, der ist jetzt abgezwitschert, hat deinen Sitzbefehl ignoriert. Jetzt kommt er wieder. Dann leinst du den wortlos an. Du schimpfst nicht, du zeigst nicht unbedingt, dass du sauer bist, sondern du ziehst jetzt ganz wirklich einfach nur konsequent deine Linie durch. Und du machst mit ihm, ich deute das nur an, weil Hannah hat da jetzt nichts falsch gemacht. Du machst so, du nimmst ihn an die Leine, meinetwegen da bei der Schüssel
ist der Punkt, wo er eigentlich hätte sitzen sollen. Vor, wirklich, meinetwegen schon vor 10 Minuten ist er abgehauen. Kommt wieder, du hast ihn an der Leine. Dann machst du das so. Komm, tick, tick, tick. Ich mach's nur, das kannst du auch ein bisschen, dass der Hund merkt, scheiße, scheiße, ich glaube, das war jetzt falsch. Ich mach's jetzt nicht bös, weil sie würde das ja nicht verstehen. Und dann setzt du den dahin, wo er eigentlich hat Sitz machen sollen. Und dann bleibt er da hocken. Wenn du Raucher bist, so lange wie es dauert, eine Zigarette zu rauchen, mindestens. Aber das Schöne ist, der Hund, das versteht er nicht falsch, der Hund weiß, oh Kacke, beim nächsten Mal, ich glaube, ich mache das lieber, weil es ist das geringere Übel. Du musst ihm nicht wehtun, aber du beeindruckst ihn. Und er wird sich das beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob er wirklich nochmal abhaut oder nicht. Im besten Fall hättest du dann ja zu Hause auch wieder nochmal deine Ablenkung unter kontrollierten Bedingungen ein bisschen höher gefahren, dass ihr das vielleicht alle schon zusammen erlebt hättet. Ne? Und dann wird da ein Schuh draus. Der Hund kriegt dadurch keine Angst vor dir, sondern, das ist auch überhaupt nicht so gedacht, sondern der merkt, oh Mist, das ist die Konsequenz daraus, ich komme nicht aus. Ne? Und das ist für mich mit noch der größte Vorteil, ein Stoppkommando zu benutzen, anstatt fünfmal dem Hund hier zu rufen, wenn er jetzt eh schon nicht vorhat, herzukommen, sondern sofort als nächstes, sofort sehen, okay, Hund will nicht kommen, dann stoppe ich den. Ne? Und aus dem Sitz den Hund herzurufen, ist ganz simpel. Und da drin liegt eben für mich sogar noch mit der größte Vorteil, dass der Hund weiß, Mist, ich komme nicht aus, aber er kann immer, das gibt da keinen Weg drumherum. Und das ist wichtig, wie bei Kindern. Ja, zur Länge, wie du deinen Hund jetzt da, so wie ich das gezeigt habe, zu dem Platz bringst, wo er gesessen hat, das kannst du wirklich als Umweg gestalten. Also je nachdem, wenn der Hund jetzt da nichts Schlimmes gemacht hat, musst du trotzdem so konsequent sein und ihn zu dem Platz hinbringen, wo er eigentlich hätte sitzen sollen. Lass es nicht durchgehen, dass der Hund jetzt immer dann noch 10 Meter so ein bisschen weiter latscht und setzt sich dann irgendwo hin, der hat da zu sitzen, wo er Sitz gehört hat. Ne? Erstmal das. Und um das wirklich auch als eine Art, sagen wir mal, schon Bestrafung dann zu machen für einen Hund, der genau weiß, was er machen sollte, es aber nicht einsieht in diesem Moment, kannst du den Umweg, wo du ihn jetzt wieder an die Leine genommen hast, hin zu dem Punkt, wo er sitzen sollte, also für wirklich nicht so einsichtige Hunde auch 50 Meter machen oder noch länger. Ne? Das ist egal, weil du tust ihm ja nichts. Aber damit zeigst du ihm, dass es auch wirklich im Nachhinein noch Konsequenzen hat. Und ich verspreche dir, das ist meine Erfahrung von den letzten 35 Jahren, dein Hund wird das nicht mit dem Zurückkommen verknüpfen, sondern genau wissen, oh Mist, beim nächsten Mal mache ich es lieber gleich, weil dann ist es nicht so schlimm. Ja, und wie das dann aussieht, wenn ein Hund das schon ganz gut kann, das zeige ich gleich mal mit Hannah. Sitz! Okay. Das ist nämlich auch dann, was dabei passiert. Auf einmal versucht der Besitzer eben das mit dem Hund so hinzukriegen, dass der Hund vorne ist. Um das zu kriegen, dreht sich der Besitzer um einfach ja, diese Distanz hinzubringen. Und das wiederum führt dazu, dass der Hund einem die ganze Zeit hinterherläuft. Das ist das, was, genau das ist ja eben auch gerade das Spannende, dass man, wenn man mit dem Hund ein Stoppkommando übt, dass man einfach wirklich da durch das Tun immer besser lernt, den Hund zu kontrollieren. So blöd, wie sich das vielleicht für einige Menschen anhört. Ich muss doch meinen Hund kontrollieren können, wenn ich den freilasse. Und dann sind wir jetzt schon wirklich beim Eingemachten. Das ist genau der Grund eben. Bei vielen Hunden ist das so, die Besitzer, die kämpfen sich mit der Leine da mehr oder weniger durch. Und dann, was wird gesagt? Dann lasse ich ihn frei. Das ist so, wie wenn ein Falkner seinen Adler fliegen lässt. Da kann da auch keinen Einfluss drauf nehmen. Du solltest eigentlich das so sehen, dass du deinen Hund nie wirklich frei lässt. Frei im Sinne von, ich wildere den aus oder irgendwie so, sondern das frei laufen lassen sollte für dich nur bedeuten, dass der Hund dann, wenn er das gut kann, schon keine Leine dran hat. Aber dass er deswegen unkontrolliert ist, darf es nicht bedeuten. Weil ansonsten gehörst du zu den Tut-nix-Besitzern. Und das ist kein Kompliment. Ne? Sitz!
Hier. Das war ein schönes Beispiel, Hanna. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Ja, wunderbar. Habe ich doch jetzt, hat Hanna mir geholfen, das eigentlich alles nochmal schön auf den Punkt zu bringen. Keine Leine dran bedeutet nicht, dass der Hund ohne Kontrolle ist. Und das denke ich schon, dass dieses Video dir hilft, diesen Weg zu gehen und den Weg mit deinem Hund eben wirklich dann so zu Ende zu führen, dass er kontrolliert ist. Kontrolliert, aber nicht gedrückt und erst recht nicht misshandelt oder sonst irgendwie was, sondern einfach bietet ein rundes Bild. Hund macht Sitz, ist nichts Schlimmes bei. So, und das wünsche ich mir, dass du das mit deinem Hund angehst, wenn du es denn nicht schon getan hast. Viel Spaß beim Ausprobieren. Es ist die Erfüllung für einen Hundebesitzer, den Hund kontrollieren zu können, finde ich. Und Kontrolle, beziehungsweise, das bedeutet ja das Gleiche, Gehorsam schenkt Freiheit. Nur ein Hund, der Gehorsam hat und deswegen kontrolliert ist, ist auch wirklich frei. Ne? So, mach das, probier das aus und das ist einfach nur, das ist toll. Alles Gute, deine Steffi.